Und zwar haben wir hier eine weitere Kiste. Jawohl, veredeltes Metall befindet sich einmal hier in der Weststadt. Um dahin zu kommen, müsst ihr nur über diese Rohre rennen. Okay, jetzt kann ich es euch zeigen. Am besten, ihr geht einfach hier runter. Halt, nicht so weit. Na, mit Schild versteckt. Gibt es hier eine kleine Insel. Und so kommt ihr dann hier hoch. Der ihr dann hier weiter rennen könnt. Und hier rechts kommt ihr dann zu dieser Kiste. Und mich interessiert es natürlich, ob hier links vielleicht noch was auf uns wartet. Das war wieder sehr geil. Wie immer. Ich liebe Rohre. Typ. Nö. Hier ist leider nichts mehr. Aber ist egal. Schegal. Uns fehlt bloß noch eine Kiste. Und die werde ich suchen. Also bis gleich. So, dann wollen wir mal weitermachen. Und ich habe jetzt alles abgesucht und keine Truhe gefunden. Aber die Truhe wird uns noch genehmigt. Oder gegönnt. Sagen wir es mal so. Gut, als nächstes müssen wir da durch. Möglichst unbemerkt. Am Ende soll eine Tür sein, wo wir durchschlüpfen können. Wir sollten uns aufteilen, so können wir uns besser verstecken. Warte. Hä? Willst du vorgehen? Kein schlechter Gedanke. Du bist recht klein, dadurch bleibst du schön unter dem Radar. Alles klar, dann geh mal vor. Ich gebe dir Rückendeckung. So, ich gebe es zu, ich habe schon ein bisschen geübt. Weil ich die Kiste gesucht habe. Und glücklicherweise wurde sie mir gegönnt. Ach, ich bin falsch gegangen. Aber wie wir an die Kiste reinkommen, zeige ich euch gleich. Huch. Entschuldigung, da war ich wieder zu voreilig. Ah, verdammt. Ich muss warten, ich muss warten. So, jetzt schleichen wir uns hier hinterher. Boah, was habe ich. Was war denn jetzt los? Ach so. Ja, gut, machen wir es halt so. Die Musik ist schon wieder mega geil. Sorry, aber leider geil. So, dann verstecken wir uns hier in der Ecke. Und jetzt müssen wir schnell hier durch. Boah, das war knapp. Das war mega knapp. Huh, das war knapp. Das waren verdammt viele Wachen da draußen. Gut, lass uns den Aufzug nehmen. Uiuiui. Hier unten soll es noch mehr Wachen geben. Sei wachsam. Haha, Wortspiel, hä? So, jetzt müssen wir hier durch. Tja, jetzt bist du irritiert, wa? Wie kann das nur sein? Hä, schon wieder? Geh mal lieber zurück, du. So, und damit haben wir die Truhe. Und auch die letzte. Hoffe ich. Warte mal, wartet mal. Jetzt muss ich mal ganz schnell schauen. Jetzt bin ich gerade irritiert. Truhen, Leidenmeister, Tempelmin, Pharao. Ach hier, Familienplünderer. Okay. Ja, die habe ich schon bekommen. Gut, verstehe. Und soll ich nicht gesagt haben. Das ist der einzige Weg hier. Dann muss es hier irgendwo was zu geben. Ja, mitten im Raum sind Schalter. Oh. Oh nein.
Das kann doch jetzt nicht wahr sein, hä? So, den ersten haben wir gebrochen. Der wird erstmal wieder gleich hier mehr den, ja, macht er jetzt gerade. Ich verstehe diese Taktik von diesen Gegnern nicht. Bam. Erledigt. Oh, da kommen schon wieder welche. Oh, das ist so klar. Verdammt. Boah. Huch, 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 huch. Verdammt, verdammt, verdammt. Es sind wieder zu viele. Viel zu viele auf immer. Oh, jawohl. Oh, ich muss schon wieder was naschen. Zu viele von diesen komischen Virus-Dingern sind aber auch grauenvoll. Okay, damit haben wir einen erledigt. Ist halt die Frage. Ah, verdammt. Welchen genau? Verdammt, wenn ich so überladen bin, das ist natürlich mega. Ja. Ich brauche ein Sandwich. Aber warum? Ah, da, wie viele denn noch jetzt? Okay, wird nicht gut ausgehen. Ich muss hier mal kurz eine Früchtekuchen. Ja, komm, ich putte mal einen Fruchtsalat. Und am besten was für die Heilung. Gottes Willen, was ist hier gerade passiert? Nein, ich bin gleich down. Komm, 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 lass mich. Dammit, ey, das ist doch Mist. Na toll, das war wieder blanker Mist, was hier gerade passiert ist. So, so gehört sich das. Ich werde jetzt gleich mal was essen. SP, nee. Was ist denn sowas hier? Ich muss wieder abkühlen. Verdammt, ich muss abkühlen. Weil der hat schön gesessen. Komm, schnapp ihn dir. Jawohl. Okay, von mir aus. Maximale HP, nur von mir aus. Wenn es was bringt. Ja, das ist halt echt übelst furchtbar. Komm, ziehen ran, ziehen ran, ziehen ran. Ist erledigt.
Ich glaube, ich habe jetzt endlich verstanden, wie das hier zu funktionieren hat. Bam. Boah, endlich. Ja, da sagst du was. Nee, du brauchst gar nicht einbilden, dass du hier gucken darfst. Mach ich nicht mit, ja? Kannst gehen. Geh einfach, verschwinde. Sie haben noch einen Aufzug. Hoffentlich geht er wieder nach oben. Schauen wir mal. Oh ja, der geht nach oben. Sieht gut aus. Moment, wir sind wieder am Eingang. Hm, vielleicht finden wir einen Weg über diese Dächer hier. Schauen wir mal. Ich glaube, ich darf doch ziemlich gesehen werden. Warum kann ich hier rüberspringen? Hier ist doch gar nichts. Ach so, hm. Aha, hier kommen wir der Sache schon näher. Welcher Sache? Oh. Okay. Ich muss jetzt erstmal hier runter. Verdammt! Verdammt! Ups, das war gefährlich. Ah, verdammt, okay. Oh, puh. Puh. Das war crazy. Ich muss jetzt den Schalter aktivieren. Einer. Okay, aber die scheint drin zu bleiben. Okay. Das war so, glaube ich, nicht geplant. Aber mir ganz recht. Huch. Okay. Durch geht's. Ah, jetzt kommt der nächste angeschossen. Was? Wie konnte der mich jetzt sehen? Oh. Jetzt sag mal ernsthaft, wie konnte der mich sehen? So, okay, Nummer 1 haben wir. Och, das war knapp. Muss vorsichtiger sein beim Schießen. So, okay, probieren wir es nochmal. Ich muss erst mal gucken, was der Typ macht. So, der dreht sich gleich um und kommt gucken. Oh, geschafft. So, kommt Lukas auch? Ja, da ist er. Boah, ey. Wir haben es geschafft, oder? Gut, schauen wir mal, ob wir hier in den Turm reinkommen. Ach nee, hier ist alles leer. Was für ein seltsames Verständnis von Sicherheitsspiel. Sicherheitspriorisierung. Meine Güte. Aber gut, soll mir recht sein. Dann mal rein. Ich will aber nicht. Lea, erinnerst du dich nicht an die Wachen, die im Eingang standen? Komm, lass das sein. Wir gehen in den Turm und verschwinden für immer von hier. Da wären wir also. Ehrlich gesagt habe ich kein gutes Gefühl dabei. Warum? Die Art und Weise, wie wir an all den Wachen vorbeigekommen sind. Man könnte fast meinen, das war so beabsichtigt. Also wenn die von vornherein gewollt hätten, dass wir uns in den Turm reinschleichen. Andererseits ist das die einzige Option, die wir haben, richtig? Also dann, lasst uns reingehen und schauen, was passiert. Oh Gott, ey. Ich will nicht wissen, was mich jetzt hier drin erwartet. Ein Dungeon, natürlich. Warum?
Wie? Warum? Lea, bitte beruhige dich. Das Innere des Turms ist instanziert. Deswegen ist Lukas auf einmal nicht mehr da. Es ist ein Dungeon, mehr oder weniger. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Wenn der aufgeht, kann ich euch beide hier herausholen. Wir werden dazu einfach ein paar Regeln brechen müssen und Wände. Ich brauche etwas Zeit, um die Dinge vorzubereiten. Ich muss Lukas erreichen irgendwie. Versuche in der Zwischenzeit das Rätsel zu lösen, um in den nächsten Raum zu kommen. Einfach. Einfach. Okay, also anscheinend brauche ich erstmal Eis. So, siehst du? War jetzt nicht schwer. So, das sieht gut aus. Geh als nächstes durch die Tür westlich von hier. Warum? Im Moment musst du mir einfach vertrauen. Keine Drohnen. Oh, schön. Also westlich. Links. Der war gekonnt. Achso. Ja. Och, Mist. War ich zu langsam. Und jetzt. Ja. Puh. Huhu. Komme ich denn jetzt an. Wie soll ich denn jetzt an den Schalter rankommen? Gut, aktiviert. Gut, du befindest dich nun an der richtigen Position, Lea. Gib mir jetzt noch ein klein wenig Zeit. In der Zwischenzeit kannst du dich um die Gegner in diesem Raum kümmern. Oh, wie immer. Oh, ich muss mich noch beeilen hier. Geh weg. Geh einfach weg. Ja, ohne deinen Papa bist du jetzt ganz allein, einsam, wa? Bam, heftiger Frost. Geh doch einfach ran da. So, auch schön, wa? Nachdem man jetzt fast durch ist bei diesem komischen Abschnitt aus dem Spiel. Hi. Einen Augenblick bitte. Perfekt, wir haben Glück. Ich habe Lukas genau an die richtige Position gelotst und er scheint auf uns zu warten. Jetzt müssen wir euch beide nur noch zusammenbringen, indem wir die Dungeon-Instanzierung durchbrechen. Folge einfach meinen Anweisungen. Ich werde nun einen Ausgang freischalten. So, jetzt versuche ihn zu benutzen. Ich will aber nicht. Nicht dort lang. Hat funktioniert. Ups. Warum? Tut mir leid. Das habe ich wohl einen kleinen Fehler gemacht. Lass es mich nochmal die Parameter durchgehen. Ich glaube, ich hab's. Versuch es nochmal, bitte. Auf und davon. Ach ja, das habe ich vergessen. Entschuldige, Lea, aber wir müssen es noch einmal versuchen. Zu meiner Verteidigung, das ganze Programm hier ist etwas sehr experimentell.
So, das sollte es gewesen sein, hoffentlich. Auf und davon.